Hallöchen, Freunde. Willkommen zu einem Video. Ganz, ganz spät heute. Wenn es heute überhaupt noch kommt, ich hoffe es. Und zwar ein Eilvideo. Wir werden uns nämlich, ist schon ein bisschen später, ja, nicht wundern. Ihr seht ja auch die Uhrzeit, wann ich das hier gerade aufnehme. Deshalb nicht wundern, falls ich ein bisschen leiser rede. Aber, wie ihr schon seht, unser lieber Palkin Bokoblin, oder wie auch immer man ihn ausspricht, ich weiß es immer noch nicht, hat vor einigen Stunden oder Minuten, ich weiß es nicht, ich glaube eher Stunden, ein oder das erste Best-of, sagen wir mal, zu mir gemacht. Ja, er hatte schon angekündigt, dass sowas kommt. Und jetzt hat er sowas hier gebracht, ja, Evolution of Strolli 2014 bis 2020. Ich glaube, ich habe schon hier so ein bisschen durchgescrollt. Ich glaube, ich weiß schon, was mich hier erwartet. Der hat aus jedem Let's Play aus der ersten Folge immer halt die ersten Sekunden genommen. Wahrscheinlich aus meiner Playlist alle Let's Plays, weil ich habe schon so eine Szene gesehen. Ich habe mir das Video noch nicht angeguckt, aber ich habe schon hier so ein bisschen vorgeklickt, bis, ich weiß nicht, irgendwo so eine Szene mit Jig-Jug mit diesem Spiel. Und ja, ach guck mal, da steht sogar alle Anfänge von jedem Let's Play in einem Video. Viel Spaß. Ja, das Thumbnail muss ich euch natürlich auch noch zeigen, ja. Ich meine, ach guck mal, vor einer Stunde, das ist das Thumbnail. Das sieht perfekt aus. Natürlich auch erstmal. Ich glaube, das ist von Paluten, ne? Von Among Us. Erstmal schön Among Us drauf geklatscht, obwohl ich das noch nie gespielt habe. So, wir schauen uns das mal an. Mein allererstes Video 2014. Ja, lehnt euch zurück. Holt euch noch eine kalte Wurst aus dem Kühlschrank. Das hier, ich glaube, das maximal 40, 50 Minuten. Okay, nicht 50, maximal 40 Minuten geht wahrscheinlich das Video. Ich werde wahrscheinlich noch auf so ein paar Sachen eingehen. Ja, das Das hätte er können noch drin lassen. Willkommen zu Let's Play Banjo-Kazooie. Danach habe ich dann noch gesagt, wieso sage ich immer Ich weiß selbst nicht, irgendwie dieses das hat sich so in meinen Kopf eingefressen. Ich sag das in jedem Satz, den ich sage. Immer so, ja, was machen wir jetzt? Das kommt immer, das schleicht sich immer irgendwie ein. Ich weiß nicht warum. Oh Gott, Donald Duck Quark-Attack. Es ist natürlich auch nicht der Originalton, ja, weil er macht das ja alles am Handy. Sieht man ja auch mit diesem Two-Recorder, den hatte ich auch mal, aber das ist halt immer blöd, dass das hier immer alles steht mit dem Wasserzeichen und alles. Als ich die Lootboy-Videos gemacht habe, ja. Wobei, Moment, ich glaube, ich. Ja, so wie ich das sehe, es ist nicht ganz Evolution of Strolli, weil das sind nur die Let's Plays. Ja, wenn schon Evolution auf Strolli, dann muss alles drin sein, ja, so ein wie schmeckt's zum Beispiel oder Mr. Ananas Kopf, das zählt ganz große Strolli dazu, aber okay. So, wir gucken uns das mal an. Entschieden für Donald Duck Quack Attack. Und damit herzlich willkommen zu Let's. Waren wieder damals immer noch so aus, so, oh, da habe ich das immer vom Fernseher, das war so ein. Das hier war, glaube ich, so ein kleiner Röhrenfernseher. Ich weiß auch nicht, wir hatten ganz viele Röhrenfernseher irgendwie. Hier beispielsweise dieser kleine graue, dann irgendwie so ein großer schwarzer und noch irgendwie einen anderen großen schwarzen, dann noch eine ganz komische Fernbedienung, die nirgendwo dazu. Ich weiß auch nicht. Achso, dieses Video wird übrigens nicht geschnitten, weil ich habe heute dann kommt das Video, dann kommt es wirklich noch morgen. Keine Ahnung, kommt es um 1 Uhr oder so. Deshalb werde ich heute nichts schneiden. Super Mario 64. Es ist natürlich nicht hochprofessionell oder professionell ist es eigentlich fast auch nicht. Aber wir gucken mal weiter. Es ist schon.
bei manchen Sachen würde ich sagen, na, irgendwie, na gut, ein bisschen abgeschnitten, aber okay, ich bewerte das Ganze ja nicht. Ich gucke es mir nur an. Bewerten tue ich das Ganze bei Strolli sucht den YouTube-Star nächstes Jahr. Ich glaube, der Bocklin hat sich da auch beworben, ne? Beworben. Angemeldet. Ja, Let's Play, es flackert. Das hat mich damals immer so aufgeregt, ne? Das ist immer dieses Problem, dann flackert das Bild einfach. Bis heute verstehe ich noch nicht, warum die dritte Folge von Ab. Die dritte Folge, die auch die letzte Folge war, von Ab durch die Hecke, ich verstehe bis heute nicht, warum die so bekannt ist. Nicht beliebt, bekannt. Ist ja eins meiner beliebtesten Videos. Oder war auch lange Zeit mal auf Platz 1. Irgendwie so 2, 3 Jahre bestimmt. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich werden wir hier auch sehr, sehr viele Videos sehen oder sehr, sehr viele Let's Plays sehen, bei denen ich selbst nicht mal wusste, dass ich die überhaupt gebracht habe. Moment mal, was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Das war's. Da muss ich auch mal was sagen. Ich glaube, das habe ich vorher noch nie gesagt, aber Minecraft Xbox 360 Edition, Staffel 2. War auch wieder abgefilmt, wie man sehen kann, auf dem kleinen Fernseher, glaube ich. Und das war ganz komisch. Ich habe nämlich das nicht ganz normal abgefilmt von dem Fernseher, sondern ich habe den Fernseher irgendwie in die Mitte von meinem Zimmer gestellt. Also auf so einen Hocker. Dann irgendwie Xbox nebendran, ne? Und dann die Matratze von meinem Bett habe ich auf den Boden gemacht. Vor die Tür. Und dann in der Mitte vom Raum war der Fernseher. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe irgendwie dann, das weiß ich schon noch, ich habe nachts, habe ich dann wirklich auf dem Boden geschlafen. Also ich habe die Matratze vom Bett runtergenommen, habe auf dem Boden geschlafen. Ich weiß noch, als ich dann auf der Matratze auf dem Boden gesessen habe und habe das gefilmt. Ich weiß nicht, warum ich da auf dem Boden geschlafen habe. Und dann am nächsten Morgen, ich glaube, da habe ich das auch wieder aufgenommen oder so irgendwie was, habe ich dann neben an der Seite geguckt, da wollte ich die Matratze wieder zurückmachen. Ich weiß bis heute nicht, warum ich auf dem Boden gepennt habe. Wollte ich die Matratze wieder zurückmachen oder irgendeine Decke wollte ich hochheben? Kam da so eine fette Spinne unter der Matratze rausgelaufen? Ich weiß bis heute nicht, wie man so blöd. Wir gucken einfach weiter. Da ist es. Jig-Jug. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Puzzlespiel. Du musst Bilder zusammensetzen. Das ist gar nicht mal so einfach tatsächlich, aber ich weiß bis heute noch nicht, warum ich das gespielt habe. Es gab auch nur eine Folge davon. Ich habe auch lange Zeit immer gesagt, The Legend of Zelda. Anstatt The Legend of Zelda habe ich immer gesagt, The Legend of Zelda. A Link Between Worlds. Stimmt, ich habe ja mal Conker gespielt. Das waren diese ganzen Projekte, wo ich nur eine Folge gemacht habe. Das normalerweise war das hier das allererste Let's Play. Ja? Weil das habe ich bereits im. Ich weiß nicht, das kam auf jeden Fall, dieses Let's Play, dieses Indiana Jack, das kam erst 2015. Ich glaube, April 2015. Und ich habe, ja, ratet mal, wann ich das aufgenommen habe. Genau. Im Juni 2014. Und ich habe meinen Kanal erst im August eröffnet. Am 10. August 2014 kam erst das erste richtige Let's Play. Das hier habe ich schon im Juni 2014 aufgenommen und fast ein Jahr später kommt das erst. Warum fragt ihr euch das? Ich habe es ja schon tausendmal erzählt. Ich habe ja früher einfach so irgendwas aufgenommen, ja, beispielsweise aber auch von mir selbst oder irgendwelche Let's Plays, die ich abgefilmt habe.
seit 2012, Weihnachten 2012. Und habe das dann einfach auf CD gebrannt. Ich habe früher immer gesagt, das habe ich für Freunde auf CD gebrannt, aber nee, ich habe das einfach so auf CD gebrannt. Ich weiß nicht mehr warum. Auf jeden Fall irgendwann dachte ich, genau, ich glaube, das war, weil ich dieses Spiel nicht mehr spielen konnte. Ich wollte das auf dem Kanal spielen, als Let's Play für euch, aber dann ging das nicht mehr. Das hat sich nicht mehr installiert lassen oder so, ich weiß es nicht. Und deshalb habe ich halt das gefunden, da ich das ja dann ein Jahr vorher schon mal gespielt habe und habe das dann auf CD gebrannt, habe ich mir einfach gedacht, ich mache das hier. Oh nein! Und dieses Projekt heißt Da war irgend so ein ganz komischer Bug, ihr habt das gerade gesehen, da war irgendwie alles schwarz, dann die Wolken oder die Sonne, die war gar nicht richtig da. Das war ein ganz, ganz seltsames, das war eine seltsame Aufgabe. Und vor allem, das war auch ein Projekt. Ich glaube, davon gab es sogar zwei Folgen. Nicht nur eine. Das war Minecraft Lucky Blocks. Das war so ein ganz billiges Lucky Blocks. Ich habe einfach einen Dispenser genommen, habe da irgendwas reingepackt, ein paar Tage gewartet oder ein paar Wochen. Da wusste ich nicht mehr, was ich da reingepackt habe und habe gesagt, das ist Lucky Block. Jumpercraft. Das war mein erstes Replay tatsächlich. Ja, wobei, ich habe ja das erste Mal, als, haben wir eben schon gesehen, das ist schon mal gesehen, ne? Das erste Mal, als ich das da gespielt habe, habe ich ja nicht zu 100% gespielt. Habe ich früher gar nichts. Ich habe alles abgebrochen gefühlt. Bei vielen kam einfach nur ein Video. A Link the Au. Wir haben 3 Minuten geguckt. Ich bin schon seit 12 Minuten in der Aufnahme. Ich darf nicht so viel reden. Wie viel Minecraft-Projekte habe ich denn gemacht? Das sieht alles. Ist das Minecraft Staffel 4? Ich weiß es nicht. Xbox trenne ich in Staffel 4. Ich habe früher ganz komische Begrüßungen gehabt und habe ganz komisch Projekte begonnen. Minecraft, die Xbox Live Arcade Version. Ich glaube, ich habe zu viel Banjo-Kazooie Xbox Live Arcade gespielt. Und Banjo-Kazooie Nuts and Bones. Ich weiß bis heute noch nicht. Immer wenn ich dieses Projekt starte. Ich glaube, das war tatsächlich das Spiel, das bisher am meisten auf dem Kanal erschienen ist. War Banjo-Kazooie Nuts and Bones. Ich weiß nicht warum, aber das ist bei euch irgendwie. Das kommt super bei euch an. Ihr müsst mal in meine beliebtesten Videos gucken. Da seht ihr fast nur, wenn man da mal weiter scrollt, ne, sieht man. Häufig die erste Folge von diesen ganzen Projekten, ja? Dann mal Minecraft, Banjo-Kazooie, Nuts and Bowls 2015 Folge 1, dann mal 2016 Folge 1, dann von 2019 Folge 1. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das Spiel mögen ja nicht viele Leute. Sah das wirklich so schrecklich aus? Ich kann mich da. Wir haben uns das doch letztens erst angeguckt. Von Janina Chan. Von Yanni Bunny im Livestream. Sah das so schrecklich aus? Ich dachte mir, irgendwie, das sieht ein bisschen besser aus. Da geht diese Facecam-Zeit los. Da sieht man auch bestimmt irgendwo die Salzdose. Oh, Augenkrebs kriegt man. Augenkrebs. Was hab ich für Videos gemacht? Das fällt mir jetzt erst auf, wenn man das alles mal. Wird alles gelöscht.
Alle Let's Plays werden gelöscht. Ihr seht gar nichts mehr. Yo, zu Let's Play Super Mario Sunshine! Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt! Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strulli! Wir spielen heute Super Mario Maker! So, doch allerdings meine Level, die ich schon gebaut habe. Hier seht ihr gerade eins. So, ja, leider habe ich es. Minecraft, die Wii U Edition. Ich dachte, die Classic. Die N64-Version. Das ist die Waben-Challenge. November bis Dezember hatte ich Banjo-Kazooie, die Xbox Live Arcade-Version gespielt. Und jetzt. Ey, meine Stimme früher, die war so schrecklich. Hab ich die Xbox Live Arcade-Version gespielt? Komm mal zum Punkt. Ach so. Ja, okay. Herzlich willkommen zu einem neuen. Falsch, hier bin ich. Ich war gerade in OBS, deshalb hat sie. Das hier, ja, okay, das sieht jetzt schon viel besser aus. Also, im Vergleich zu dem vorne. Ja, ich habe vergessen, dass ich Ocarina of Time 3D auch zweimal gespielt habe. Schon wieder Legend of Zelda. Hey Leute und herzlich willkommen zu Project Mario. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Strolli. Ja, Let's Play kann man es eigentlich nicht nennen. Es ist eher ein kleines Projekt. Das halt irgendwie immer so. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich so einen Sound hatte. Oder das war jetzt, das ist jetzt durch dieses Video hier, durch den Zusammenschnitt kann es ja auch sein. Weil der das ja, wie ich schon gesagt, im Handy aufnimmt, da ist der Ton dann immer ein bisschen anders. Wir spielen Super Mario 64. 64? Da ist schon wieder. Denn die Wii U Edition gestartet? Oder ist das irgendwas anderes? Ja, Strolli, wir spielen heute Minecraft Minigame oder wie auch immer. Ach! Jetzt kommt's, die PlayStation 4 Edition. Alter, wie viele Let's Plays hab ich denn da hinten noch? 7 Minuten, ich muss mal los. Aha, wie interessant. Ich lass das jetzt gerade mal ein bisschen schneller durchlaufen. Upsala. Das ist auch interessant. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft, die PlayStation. Mein erfolgreichstes Let's Play ever. Aber ich glaube, es wird überboten von Minecraft Ultimate bald. 4 Edition. Ja, hey Freunde und damit herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario. Enthält bezahlte Werbung. Ach, bei euch steht nur E-Werbung. 3D World. Hey Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Slender The Arrival. Hey Freunde und willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Das war jetzt wirklich Lucky Blocks. Ihr seht ja schon wieder, wir spielen mal wieder Minecraft. Und, ja, ihr seht ja auch schon im Titel. Wir spielen nämlich heute Minecraft Lucky Block Battle. Oder hey Freunde und willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Ach. Wir spielen, ihr seht ja schon im Titel. Das gab's ja auch noch. Minecraft Adventure Map. Und zwar zum ersten Mal eine Adventure Map von einem anderen User entwickelt. Nicht nur von mir und immer nur dasselbe Jumpercraft. Sondern heute spielen wir Square Blocks. Hey Freunde und willkommen zu einer neuen Minecraft und Flints Adventure Abenteuer. Von mir, Strolli. Wir spielen nämlich heute Flints Abenteuer. Hey Freunde und willkommen zu einer neuen Minecraft Adventure Map von mir, Strolli. Wir spielen ach, The Code. Heute Minecraft The Code 3. Vor ungefähr einem Jahr haben wir mit Banjo-Kazooie der 5-Waben-Challenge. Also das war. Ach so, nee, halt. Das ist die 5-Waben-Challenge. Lebens-Challenge begonnen. Und diesmal werden wir das gleiche mit dem Nachfolger Banjo-Tooie machen.
Das ist eines der schlechtesten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Conker's Pocket Tales. Das war schrecklich, das Spiel. Ich habe es noch nie zu Ende gespielt. Habt ihr euch ja für Conker's Pocket Tales entschieden. Hey Freunde und willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strulli. Wir spielen heute Super Mario. Das war das erste Spiel mit Emulator. Super Mario 64? Ne, das kann ich. Das ist Super Banjo-Kazooie 64, ne? 64. Ja, denn. Was? Was steht im Titel? Super. Hätte er das jetzt rausgeschnitten, ne? Dann wäre ich komplett ausgeflippt. Banjo-Kazooie 64. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Und ihr seht es ja schon, wir spielen heute endlich Super Mario Odyssey. Hey, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video von mir, Strolli. Und endlich ist meine Adventure Map, die siebte Ach, Adventure JumperCraft. Map, draußen, JumperCraft Final Location. Hier ist. Oh Hey, Freunde, und nein! willkommen zu einem Ach, neuen Let's da Play ist von die mir, Facecam Strolli. vor. Ja, hier seht ihr schon, hier zweimal sogar. Und ihr seht Spiele. Und ihr seht meine beschissene Fresse. Wir spielen heute Donkey Kong 64. Super Banjo-Tooie. Eines Ja, hey Freunde, und willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. der besten Hacks, die ich je gespielt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr Banjo-Fan seid und Mario 64-Fan, spielt das hier. Super Banjo-Tooie 64. Super Banjo-Kazooie 64 kann ich nicht so empfehlen, aber das hier ist. Es ist fantastisch. Ich würde es direkt wieder let's playen. Aber ich finde das hier, finde ich eigentlich noch relativ gut. Es ist eins der wenigen älteren Let's Plays, die man sich meiner Meinung nach noch anschauen kann. Von mir, Strulli. Ja, wir spielen heute, ihr seht es ja schon im Titel, Super Banjo-Kazooie. Nee, Super Banjo-Tooie 64. Ist das Spiel nicht normalerweise auf privat, das Let's Play? Also da gab es auch wieder nur eine Folge, aber das war normalerweise. Ich habe die mal eine Zeit lang auf privat gestellt. Oder auf Freunde, nicht gelistet und ist. damit willkommen zu einem neuen Super Mario 64-Hack von mir, Strolli. Moin. Ja, heute spielen wir Super Mario 64. Übrigens, Super Mario 64 Last Impact wird das Nachfolgeprojekt zu The Legend of Zelda: Link to the Past. Seid gespannt. Nächsten Monat vielleicht. Last Impact. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Strolli. Wir Dritte spielen Mal heute schon. das Spiel, was niemand mag und niemand kennt. Banjo-Kazooie, Schrabbelocker oder wie es hier steht, Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Strolli. Ja, wir spielen heute Super Mario Maker. Ach so. Freunde, und damit herzlich Das willkommen ist zu einem neuen es. Projekt von mir, Ne? Strolli. Ja, endlich startet mein Let's Play zu. Ja, Super Strolli Bros. 3. Ich hab das komplette Projekt. Okay, das war nur 4, 5 Folgen oder so. Oder ich glaube sogar genau 6. Hab ich glaube, dreimal aufgenommen. Weil immer irgendwas anderes schiefgelaufen ist. Weil das war die erste Zeit mit meiner Capture Card. Ja. Super Strolli Bros. 2. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Der Wir spielen Betrug. heute Mario Kart 8 Deluxe. Freunde, und damit willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Wir spielen heute Legend of Zelda Twilight Princess HD. Freunde, Oh! herzlich willkommen endlich zu Let's Play Fortnite. Ja, Freunde, und damit Och, wie herzlich sah ich denn willkommen zu einem da neuen Projekt aus? von mir, Strolli. Was ist das Ja, wir denn? spielen heute, ihr seht schon, wie heißt das, Super Mario 64, Ocarina of Time. Stimmt, das gab's ja auch mal. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Ja, dieses Projekt wurde ja angekündigt. Ich hoffe, das wusstet ihr alle. Ja, also, Klar, Spieler und ich wusste es Umfrage noch 3 Jahre gestartet zwischen später. Pikmin, New Play Control und diesem Spiel hier ganz, ganz 2 Jahre. knapp konnte ich entscheiden. Es war nämlich 50-50. Und da habe ich mit, ich glaube, 7, ja, 57% für Mario Galaxy gestimmt. 2000. Es geht wieder los. Och, Ja, das sieht nun ja kann schön. ich auch endlich sagen: Was ist Willkommen denn für eine zu Let's Frisur? Play Banjo Kazooie. Zum Ansteckmikrofon. Freunde, willkommen zu einem neuen Projekt von Banjo-Tree. mir, Strolli. Ja, ihr wisst ja, wir haben momentan Banjo Kazooie laufen. Das war Ja. Banjo-Dreamy. Da habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut. Banjos Backpack wurde ja geschlossen. Allerdings habe ich dann doch ein paar Hacks gefunden, die man auch außerhalb von Banjos Backpack downloaden kann.
Natürlich viele, Ja, hallo, alle. deshalb habe ich hier jetzt Banjo Dreamy. Ja, wir spielen heute Pikmin. Es geht wieder los. Herzlich willkommen zu Let's Play. Wir schalten auf Deutsch. Nein, Moment. Willkommen zu Let's Play Banjo Kazooie Grundtisch. Ja, Freunde. Banjo Pilot. Ein Albtraum. Auf meinem Kanal gespielt haben. Und deshalb legen wir los mit Let's Play Banjo Pilot. ETF. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Ja, wir spielen heute das angekündigte, der angekündigte Nachfolger zu Pikmin 1. Wer hätte es gedacht, Pikmin 2? Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Ja, was wir das denn? Spielen heute das angekündigte, da muss ich mal inspizieren, ganz kurz. Wer hätte es gedacht, Pikmin 2? Beitrag? The Legend of Zelda 3D All-Stars? Sollte das da rein? Aber das würde ich auch feiern. Heute kommt endlich das lang erwartete New Super Mario Bros. Wii Projekt. Moment mal. Im Nachhinein fällt mir gerade ein Projekt auf, das fehlt. Hab ich das denn nicht in dieser Liste drin? Und zwar ist das nämlich Ice Age 2. Oder ist das Video überhaupt noch online? Ich weiß es nicht. Ja, Freunde, was war das? Willkommen zu einem neuen Projekt. Dieses Projekt, ich hasse, ja, dieses Projekt, guck mal, wie sehe ich denn da aus? Ich hasse das Projekt. Ich hasse es, nicht das Spiel, sondern das Projekt. Wir haben das Projekt nie beendet. Ich wollte es immer, ich habe es dreimal versucht. Ich kann Banjo-Tooie nicht zu Ende spielen. Ich kann es einfach nicht. Das ist wie so ein Fluch, der auf mir lastet. Dieses Spiel, das verfolgt mich noch ewig weiter. Ich werde es nie wieder zu Ende spielen. Ich habe es einmal getan, das reicht. Von mir, Strolli. Ja, der Nachfolger zu Banjo-Kazooie, Grottis Rache und in meiner Reihenfolge nach Banjo Pilot spielen wir nun Banjo-Tooie und ich. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Ja, eigentlich muss ich sagen, ein neues altes Let's Play, also ein. Replay. Ui, Let's Play. Ja, denn. Wir haben Super Mario Odyssey. Breath of the Wild. Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Endlich kommt das lang erwartete Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja. Da ist es schon wieder. Wenn ich noch einmal The Legend höre, dann flippe ich aus. Freunde. Zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Hier seht ihr schon, ja. Es ist mal wieder ein Spiel, das niemand kennt. Das vierte Mal. Niemand mag. Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Oder Banjo-Kazooie Schraublock. Ja, Freunde. Und ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Das erste Projekt 2019. Und wir starten mit Legend of Zelda Skyward Sword. Kurz noch einschalten. Das erste Stream-Projekt. Okay, ich werde jetzt laufen. So, ja, willkommen zu Let's Stream Pikmin 3. Hey Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Das Nachfolgerprojekt zu Banjo-Kazooie Nuts and Bolts starten. Und zwar Yooka-Laylee. Auf jeden Fall. Nach sehr langer Forest. Zeit zu einem neuen Let's Test und zwar The Forest. Sorry, dass es gerade noch ein bisschen länger gedauert hat. Jetzt beginnen wir endlich mal. So, mit Super Mario 3D World. Stimmt. Nach Pikmin 3 war direkt Mario 3D World das Stream-Projekt. 3 Monate an einem Let's Play. Hey Freunde, herzlich willkommen endlich zu einer weiteren Folge Legend of Zelda. Nein. Nachdem wir Skyward Sword beendet haben, ich bin. Warum steht eigentlich hier
The Legend of Zelda Future of Ocarina. Hier steht Ocarina of Time Randomizer. Später habe ich das Logo auch noch geändert. Er sagt gleich schon wieder. Zur zweiten Staffel des OOT Randomizers. Und auf. Hallo, ich meine liebes Zuschauerlein. Ich kann heute irgendwie nicht richtig reden. So. Wir sind in unserem Lieblingsspiel von uns allen, ja, vor 4 Monaten das letzte Mal hier gezockt. Und nun den Master-Modus, ja. Ihr seht es ja schon. Und ihr seht es auch hier. Und drunter. Ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Zur ersten Folge von Let's Play Donkey Kong 64. Letzte Serie. Hallo, Freunde. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Let's Play The Forest. Hey, Freunde. Ich darf euch herzlich willkommen heißen zu meiner endlich fertigen Adventure Map Jumpercraft Portal Souls. Portal of Souls. Hey, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Wir spielen heute Legend of Zelda. Übrigens, ich weiß immer noch nicht, warum dieser Rand, dieser schwarze Rand hier überall um den Videos war. Ich weiß es nicht, bis heute nicht. Das hier ist jetzt nicht irgendwie so ein Zwischen-Livestream, nee. Das hier ist das neue Stream-Projekt. Ich habe jetzt absolut keinen Bock mehr auf. Wie heißt's? Stimmt, ich habe keinen Bock mehr gehabt auf, ich komme auch nicht auf Namen. Hier, Breath of the Wild Master Mode, ne, habe ich einfach das hier. Breath of the Wild Master Mode. Für nix. Oder hat das hier keinen Ton? Ich glaube, das hat gar keinen Ton. Muss einfach anschalten, ne? Ich muss hier ganz kurz was umstellen. Hallöchen, Freunde. Willkommen zu einem neuen Projekt. Stimmt, ich habe ja letztes Jahr auch noch Limbo gespielt. Ein Projekt auf meinem Kanal, ja? Limbo. Oh, King's Quest. Ich würde es direkt wieder spielen. Aber ich habe mal irgendwann angekündigt. Ich lass laufen! Ich habe mal irgendwann angekündigt, dass ich das erst 2021 wieder spiele. Muss ich mich dran halten. Freunde, und damit herzlich willkommen, endlich, zu Super Strolli Bros. 3. Hallöche Freunde, willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Beziehungsweise, ja, es ist die dritte Staffel von The Forest. Freunde. Legacy of Fear. Willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Wir spielen Layers of Fear. Hallöche Freunde, willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Wir spielen heute einen neuen Banjo-Kazooie-Hack, ja, brandneu erschienen. Okay, ganz brandneu nicht, vor ein paar Wochen, ich weiß nicht. Banjo-Kazooie World's Collide. Und Inheritance. Hallöchen, Freunde. Willkommen zu, ja, dem DLC von Layers of Fear. Hallöchen, Freunde. Willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Strolli. Ja, wir spielen heute mal wieder einen Banjo-Kazooie-Rom-Hack, und zwar einen relativ unbekannten. Rom-Hack. Und zwar, der ist auch erst vor ein paar Wochen erschienen, und zwar nämlich Banjo-Kazooie-3D-World. Hallöchen Freunde, willkommen zu Minecraft einem brandneuen Minecraft-Projekt. Minecraft Ultimate. Wir spielen heute endlich Minecraft Ultimate. Und Outlast. Bis zum März 2019. Meine Mutter spielt zum ersten Mal Outlast. Bis zu diesem Tag ist seit diesem Video kein Outlast-Video mehr gekommen. Und immer wieder werde ich gefragt, wann es endlich startet. Meine Antwort ist nur... jetzt. Ja, Freunde. Was war das schon wieder für ein Anfang? Inside. Das ist mir letztens jetzt aufgefallen. Ich hab mir mal Inside... Ich wollte mir das Ende von Inside angucken. Ich weiß nicht mehr warum. Ich hab mir dann mein Let's Play zu Inside angeguckt. Das Ende. Ist mir aufgefallen. Das Ende ist gar nicht da. Da fehlt die letzte Folge. Aber bei dieser letzten Folge, die online kam, steht schon Finale Ende. Ich hab da, glaube ich, irgendwie eine Folge vergessen. Das ist auch schon das letzte Thumbnail. Da steht, glaube ich, schon Ende drauf. Ich hab da irgendwie die letzte Folge, die habe ich komplett vergessen, hochzuladen. Ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Vielleicht kommt sie ja irgendwann. Vielleicht kommt da irgendwann die letzte Folge Inside. Das Projekt, das endet irgendwann mitten am Ende. Bei der vorletzten Folge.
Aber ich hab's so verklickert, dass das die letzte Folge ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Spiel bis zum Ende gespielt hab. Ich weiß nicht, was mit der letzten Folge los ist. Vielleicht kommt die mal irgendwann. Ja, ich weiß es nicht. Freunde, willkommen zum vorletzten Let's Play in diesem Jahr auf meinem Kanal. Wir spielen Wo auch heute sonst? Ladies Inside. Hallo Ach, Freunde, die Challenge. willkommen zum letzten Let's Play 2019. Heute, am 23. Dezember, startet das Projekt Slender the Arrival. Wir sind angekommen im Freunde, Jahre 2020. und damit herzlich willkommen zum ersten Let's Play 2020. Ja, und wir starten natürlich mit Yooka-Laylee and the Impossible. Yooka. Hallo, Freunde, Challenge. willkommen zu einem brandneuen Projekt auf meinem Battletime. Kanal, und zwar nämlich Mario Kart 8 Deluxe Battle Time. Battletime. Hallo, Freunde, willkommen zu einem Oh! brandneuen Projekt auf meinem Kanal Strolli Gaming. Ja, wie ihr seht, der erste Banjo-Kazooie-Hack dieses Jahr. Und zwar dreht es sich um Banjo 3. Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt von mir, Strolli. Wir spielen heute, wie ihr schon seht, Luigi's Mansion 3. So, also, wir sind wieder da. Freunde, wir sind... Und dieses Projekt musste ich abbrechen, weil ab irgendwann, ab diesem Zeitraum, es abgeschafft wurde, dass die Elgato HD60S mit der Xbox 360 kompatibel ist. Deshalb konnte ich dieses Projekt nicht beenden. Ich wollte es zu Ende bringen. Konnte ich aber nicht. Zurück und wir können immer noch keine Infokarten. Hallöchen, Freunde. Willkommen zu einem brandneuen Projekt. The First Season 4. Wir spielen heute The Forest. Och, da sehe ich ja aus wie so ein Professor. Und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt von mir, Strolli. Wir spielen heute Super Mario Star Road. Ja. Star Road. Freunde, und damit willkommen zu Super Mario Stories of the Goombas. Erstmal. Hallo, Freunde, willkommen zu Oh, einem Minecraft Projekt Borders. Wir spielen heute Minecraft Borders. Thread out. Freunde, und damit. Kannst noch mal sagen. Wenn ihr. Nee, das macht keinen Sinn, was ich sage. Auf jeden Fall. Wenn ihr Horrorspiele in irgendeiner Weise mögt, schaut euch Dreadout an. Vielleicht nicht den ersten Akt, aber ab dem zweiten Akt ist das Spiel top. Auch das DLC Keepers of the Dark top. Dreadout 2 werden wir, glaube ich, erst nächstes Jahr zukommen. Aber Dreadout, viele Leute unterschätzen das Spiel. Zu einem brandneuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen heute Dreadout. Freunde, und damit das willkommen ist ja zu einem brandneuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen heute Dreadout. Keepers of the Dark. Och, ich sehe ja immer schlimmer aus. Freunde, und damit willkommen zum 100. Projekt auf meinem Kanal. Beziehungsweise das 100. Let's Play auf meinem Kanal. Das auch zu Let's Plays gehört. Nicht irgendwie diese. Let's Play die eine Folge gehen und dann ist es zu Ende. Wie ihr seht, spielen wir The Legend of Zelda. A Link Between Worlds. Oh nee, jetzt geht der Horror los. Ja, Freunde. Und damit herzlich willkommen. Ich weiß noch, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ich weiß noch ganz genau, ich hatte hier diesen blauen Hoodie an. Sieht man ja auch, ne? Und ich hab mir voll auf den Arm gerotzt, ey. Da hat man die Rotze später noch gesehen, ey. Das war ekelhaft. Das war ein brandneues Projekt auf meinem Kanal. Ihr habt es lange erwartet. Jetzt kriegt ihr es. Leider. Donkey Kong kann. Willkommen. Zu einem brandneuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen heute Banjo-Kazooie The Final Mission. Final Mission. Freunde, und oh, damit willkommen. Was zu hab einem ich für eine Friese? Auf meinem Kanal. Ja gut, so brandneu ist es gar nicht. Wir spielen Super Mario Sunshine. Da ist noch 4-2. Ja, Freunde, und damit willkommen zu einem brandneuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen heute Layers of Fear 2. Freunde, und damit willkommen zu einem brandneuen Projekt auf meinem Kanal, Strolli. Wir spielen heute
The Legend of Zelda. Link's Awakening. Ich hab das noch mit dem Greenscreen gestartet? Hallo Freunde, willkommen zu einer das auch? Neuen, oder zur ersten Folge eines brandneuen Projekts. Und zwar spielen wir nämlich heute einen weiteren Banjo-Kazooie-Hack. Und zwar nämlich The Legend of Banjo-Kazooie, The Jiggies of Time. Genau, Freunde. Oh. Es geht wieder los. Ja, jetzt geht's. Willkommen. Der Betrug geht Staffel los. Von Mario Kart Betrug. Hä? Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt, zu einem lang erwarteten Projekt auf meinem Kanal. Und zwar Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest. Ich hab lang drüber nachgedacht. Der Thief Simulator. Freunde, ich hab mal ein bisschen nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass das YouTube Money, das reicht einfach nicht aus. Ja gut, ich verdiene gar nichts mit YouTube, aber es reicht trotzdem nicht aus. Und ja, jetzt habe ich mir einen anderen Weg überlegt. Der ist ein bisschen riskant. Aber wir versuchen das mal. Ich bin jetzt hochprofessioneller Einbrecher und deshalb spielen wir jetzt den Thief Simulator. Donkey Kong Country 3. Hallo Freunde. Willkommen zu Donkey Kong Country 3. Dixie's Double Trouble. Nee, da unten ist das Ding eigentlich schon. So. Nee, das kommt in irgendein Loch rein oder so. Man weiß einfach nicht mal, was das für ein Spiel war. Das war. Oh, jetzt kommen die letzten zwei Projekte. Das war, Let's Go Evoli. Pokémon. Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen heute The Legend of Zelda, A Link to the Past. Nachdem wir im bereits vergangenen Jahr 2019 das Hauptspiel Outlast gespielt haben, spielen wir heute, nach fast einem Jahr, das DLC Outlast Whistleblower. Und das war's. Ja! Ich wechsle mal ganz kurz. Nee, wirklich nicht. Das war's jetzt also. Nach 42 Minuten. Wie gesagt, ich hab euch gesagt, nehmt euch ne jetzt das Antivirenprogramm schon wieder. Jetzt seht ihr's mal. Jetzt seht ihr's. Ja, schaut gerne auf seinem Kanal vorbei. Ich fühle das Thumbnail. Das Thumbnail. Natürlich auch. Ich muss natürlich auch irgendeinen Kommentar noch verfassen. Erstmal natürlich vom Agenten. Blub blub, ich sehe meine Tastatur gar nicht richtig. So, was schreiben wir? Super Video, fertig. Nee. Ich schreibe gleich irgendwas. Ich schreibe gleich noch irgendwas, dass die Reaction hier auch noch kommt. Ich würde erstmal sagen, großartige Arbeit geleistet. Vor allem, dass du dir die Mühe machst. Von jedem. Erstmal, du musst ja auch bei jedem immer. Ich weiß nicht, mit was du das schneidest, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall, Dankeschön für deine großartige Mühe. Auch, dass du dir jedes Let's Play. Okay, eigentlich war es nicht schwer. Aber ich muss gleich wirklich gucken, weil ich habe da zwei Projekte, habe ich da vermisst. Ich weiß nicht, ob du die irgendwie da vergessen hast oder ob die in meiner Playlist fehlen. Das war einmal Ice Age 2, jetzt Tauts und die erste Staffel von Mario Kart Betrug. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, Dankeschön an dich, Bockblin, für die Arbeit, die du dir gemacht hast. Und danke auch fürs Zuschauen. Ihr findet natürlich das Video in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, das Video kommt jetzt nicht allzu spät. Das war's auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann rein. Und ciao.